Danke für den witzigen Beitrag. Es ist immer wieder erstaunlich, wozu unsere Museumsobjekte alles anregen können. Ich glaube, wir Museumspädagogen lernen am meisten dabei. Ich darf jetzt ankündigen, Eva Gronbach und Dr. Mario Kramp unter dem Titel Colonize Myself. Ich bin selbst, wahrscheinlich wie Sie alle, auch total gespannt drauf, was das sein soll. Sich kolonisieren, wie geht das? Dass Köln keine Stadt, sondern ein Lebensgefühl ist, wissen wir alle. Insofern kann man etwas dahinter vermuten. Aber was es genau ist und wie es geht oder welche Gedanken sich dahinter verbergen, da gebe ich gerne weiter an die beiden wichtigsten Kompetenzträger in dieser Hinsicht. Eva Gronbach ist geborene Kölnerin. Modeschöpferin, sehr anerkannte Modeschöpferin, Teile ihrer Kollektion sind mittlerweile im Museumsbestand. Sie studierte in Brüssel und Paris, erhielt Einblick in die internationale Modeszene, auch in London, und hatte dann den besonderen Anspruch, wie sie mir vorhin beim Kaffee verriet, gewissermaßen mit politischem Blick oder politischem Impuls etwas der Stadt Köln zurückzugeben. Aus ihren Erfahrungen dieser internationalen Szene. Wir werden gleich genaueres dazu hören, und es wird sicherlich sehr spannend sein, wenn sie im Ping-Pong sich unterhält mit Dr. Mario Kramp, der seit 2010 Leiter des Kölner Stadtmuseums ist, Historiker. Er studierte mittlere und neuere Geschichte, alte Geschichte auch und Kunstgeschichte, war zuvor Kurator und Leiter des Mittelrhein-Museums in Koblenz und ist jetzt bei uns in Köln. Ich bin gespannt auf ein kölsches Gespräch zum Thema Mode. Ja, meine Damen und Herren, liebe Frau Gronbach, was haben Sie sich bei diesem mittleren Bild da eigentlich gedacht? Das ist tatsächlich ein in meinem Leben ein historischer Moment gewesen. Das sind die Bilder, die ich 2000 von meiner damaligen Diplomarbeit in Paris gemacht habe. Also ich habe in Brüssel studiert und in Brüssel im Studium, was die Belgier so gerne machen, hieß es immer, wo kommst du her, wer bist du, wo kommst du her. Also immer dieses Wer bist du wurde verbunden mit wo kommst du her. Und ich musste irgendwann sagen, dass ich aus Deutschland komme, obwohl ich wirklich geflüchtet bin und die europäische Identität innehaben wollte. Deswegen auch in Brüssel gelandet bin und dann aber doch nach 5 Jahren Belgien eine Sehnsucht entwickelt hatte nach Deutschland und das in einer Kollektion definiert hatte, die da hieß Déclaration d'amour à l'Allemagne, also eine Liebeserklärung an Deutschland. Ich wollte weg vom Stolz, ich wollte hin zu einem Gefühl, zu einer Emotion, und dann habe ich eine sehr tolle Fotografin gefunden, die Deutsche ist in Paris, die mir den Kontakt zu diesem wirklichen absoluten Topmodel Diana Gärtner, auch eine Deutsche, gemacht hat. Und dann wollte ich eine deutsche Location. Ich hatte nicht das Geld, die nach Deutschland zu holen. Dann habe ich gedacht, welche Location ist in Paris deutsch? Die deutsche Botschaft. Und nun landeten wir da. Und das rechts ist sehr Josef Beuys. Die Schwere oben, die Leichtigkeit unten. Links wieder Kunst ist schön, macht aber Arbeit. Valentin, Josef Beuys, also diese Schwere. Und dann hatte ich aber auch diesen Badeanzug mit drin. Plötzlich stand ich vor der deutschen Fahne. Das war dieser Moment, den ich grottoid fand. Grottoid? Ich fand sie wirklich, mir ist physisch schlecht geworden. Ich habe wirklich etwas gespürt, was mich absolut diese Fahne ablehnen ließ. Das ist ja sehr spannend. Jetzt kommt so der gelehrte Historiker und sagt, das ist Delacroix, 1830, Frage, führt das Volk an. Trikolore, entblößte Brust, Revolutionsbild. Genau das Gegenteil wäre ja in Paris der Fall. Ne? Ja. Also da war Blau-Weiß-Rot etwas, was man verbunden hat mit Aufbruch, mit Demokratie, mit Herzenssache. Die hätten sich überhaupt nicht grottig gefühlt. Und das ist ja nur eine moderne Fassung desselben. Ne? Übrigens also auch inklusive der Weiblichkeit. Entschuldigen Sie, wenn ich noch ein bisschen weitergehe. Das ist nun ein momentan eher modernes, vielleicht tendenziell magersüchtigeres Model. Wenn man es vergleicht mit Delacroix, das ist doch schon eine absolut üppigere Figur. Ne? Aber der Bildaufbau, das System, Weiblichkeit, Nation, die Nation. Also der Kunsthistoriker kommt da schon ins Nachdenken, wenn er sich das so ansieht. Damit meine ich nicht das applizierte Aperçu da unten.
Das Lustige ist, ich bin jetzt sehr ehrlich, war mir überhaupt nicht bewusst, dass das sozusagen mit der Revolution in Frankreich zu tun hat, aber es ist total Delacroix, vollkommen. Es war für mich nur, ich spürte eine unglaubliche Kraft in dieser Fahne und ich spürte ein unglaubliches Tabu in mir, dieses Symbol zu nehmen und eben eine wirkliche Abwehr. Und ich habe mir aber dann logisch überlegt, du kannst nicht drei Farben ablehnen. Es ist schwarz, es ist rot, es ist gelb, es ist auch ein bisschen dreckig gewesen. Also es ist, ja, ist Gold. Eigentlich ist Gold, aber es war nicht ein schönes Exemplar. Ne? Also es ist sehr unterschiedlich, ob man ein dunkles Rot nimmt und ein helles Gelb oder ein dreckiges Gelb und ein helles Rot. Das ist, da gibt es echt Unterschiede. Auf jeden Fall war das der Moment, wo ich dachte, boah, da steckt Energie drin. Da möchte ich hin, Das fühlt sich spannend an. Und dann haben wir die Fahne genommen. Das war wirklich der Moment der Inspiration für dann die nächste Kollektion. Vielleicht zeigen wir die direkt. Genau. Und da, ich habe nach dem Studium, ich hatte tolle Arbeitsangebote für Yoshi Yamamoto und wunderbare Menschen, aber ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, mit dem Wissen, was ich in der Mode bekommen habe, nach Deutschland zurückzukehren und absurderweise auch nach Köln. Die ja überhaupt. Warum absurderweise? Weil Köln überhaupt keine Modestadt ist. Also ich habe es mir nicht leichter gemacht dadurch, sondern ich habe es mir eigentlich schwerer gemacht. Aber andererseits bin ich jemand, der sehr, ich flüchte immer vor der Modebranche. Und deswegen war ich auch dann sehr glücklich wieder in Köln. Also ich flüchte vor dem Geschäft der Eitelkeiten und bin in Köln geboren und wollte einfach zurück für mich. Aber eigentlich für die Karriere wäre es besser gewesen, woanders hinzugehen. Aber ich finde es auch nach wie vor, bin ich total glücklich von hier aus, sozusagen vielleicht ein bisschen bodenständiger und geerdeter zu arbeiten. Auf jeden Fall spürte ich in diesem Schwarz-Rot-Gold eine unglaubliche Kraft und fing an, das, wie Sie sehen, in ganz kleinen Elementen, ganz, ganz kleinen Accessoires in diese Kollektion einzubauen. Die hieß dann Liebeserklärung auf Deutschland. Ich habe gedacht, ich mache vom Ausland eine Déclaration d'amour à l'Allemagne, aber ich komme zurück und mache dann offiziell eine Liebeserklärung. Und Sie glauben nicht, wenn ich dieses Outfit selber anhatte, nur diesen schwarz-rot-goldenen Gürtel, ich bin über die Ehrenstraße gelaufen, das war 2001, als ich das dann anhatte, so Selbstversuch, ich bin wirklich, die Leute sind mir hinterhergerannt, haben mich beschimpft oder haben mich ermutigt, ich bin in die Bar Tabak reingekommen und es war plötzlich Schweigen. Wenn ich da mal ansetzen darf, weil ich kenne die Bar Tabak und stelle mir gerade das Schweigen vor. Mhm. Das hat ja auch was damit zu tun, was, wie der Pariser vielleicht sagen wird, gerade auf dem Vogue ist, oder was so ein Instinkt ist für was kommt oder was die Leute bewegt. Mhm. Vielleicht am Anfang noch negativ, positiv, aber was irgendwie etwas ist, was über das hinausgeht, was bloße Optik ist. Mode ist ja nicht nur bloße Optik, das transportiert ja was. 2001, sagten Sie, war das in der Ehrenstraße. Ich erinnere mich noch gut daran, an die Zeit, das war ja, als Schwarz-Rot-Gold noch nicht so überall war. Es war nirgends. Ja, es gab ja vorher schon mal 1990 bei der Vereinigung so eine Welle. Ne? Stimmt. Und dann war das weg. Mhm. Und dann galt es so als, naja, man weiß nicht. Ne? Mhm. So intellektuelle Linke, Museumsleute, waren da ja eher so ein bisschen skeptisch mit dem Thema. Ich sehe das viel entspannter als Direktor eines Stadtmuseums, was eine der ältesten schwarz-rot-goldenen Fahnen hat, Deutschlands, hallo. Aber wenn ich damit als Gürtel über die Ehrenstraße gelaufen wäre, wäre es mir wahrscheinlich auch so gegangen. Mhm. Haben Sie ein Näschen dafür oder welches Organ auch immer? Es sind Antennen. Es sind Antennen. Es sind tatsächlich, also das ist, glaube ich, was jeder Designer oder ich finde dieses Wort Modeschöpfer so toll, haben sollte oder ich fühle mich verpflichtet, es ist so wie eine Dienstleistung eigentlich, dass ich meine visionäre Arbeit und meine Fühler ausstrecke und fühle, was kommt. Ich kann das sehr übers Gefühl machen. Also ich fühle, wo geht es nicht lang und wo geht es lang und was kommt und gehe eigentlich meinen eigenen Bedürfnissen nach und mache das sichtbar. Das ist sozusagen die Aufgabe eines Visionärs und das ist der Job eines Designers. Eigentlich machen wir ja genau das Verschiedene. Ich möchte noch kurz was zu der Location sagen. Ich kam zurück nach Deutschland, wollte halt die deutsche Botschaft in Paris, war schon cool, muss ich sagen. Und dann fing gerade. Sieht auch cool aus. Ging gerade die große Welle Berlin. Die Bundesregierung war gerade nach Berlin gezogen und
ich kannte nun das Kanzleramt von innen und erinnerte mich, dass das eigentlich so richtig schön oldschool ist und rief dann an und fragte, ob wir da die Fotos machen dürfen. Und dann ging ich eigentlich davon aus, weil wir wollten das in der nächsten Woche machen, dass wir es nicht machen dürfen. Und dann waren so richtig zwei schöne Bonner Beamten am Telefon, so im Gespräch und sagte, also müssen in den nächsten zwei Wochen kommen, sonst wird hier Asbest saniert. Das heißt, wir haben die letzten Fotos gemacht vor der Sanierung und das ist tatsächlich das Kanzlerbett, wo der Helmut Kohl 16 Jahre lag, mit dieser Lederdecke. Es ist dieser Kohlsessel, wo hinter noch dieser Van Gogh hing. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, diese Kanzlerpressekonferenz, wenn Sie da im Kabinettssaal saßen. Und der Kabinettssaal war, wie wenn die Sitzung im nächsten Moment anfangen würde. Und es war kein, es war wirklich vor der, es waren schon Baustelle. Und das hatten die, diese drei Elemente hatten die nicht berührt. Das war so ein irrer Moment. Und ich finde halt mit meinen Mädchen auch, also die Hodan aus Somalia, die Xenia aus Russland mit jüdischer Abstammung, auch mit der Haube, also dieses Spiel wieder von Migranten, jungen Leuten, die in die Szene kommen und mich mega inspirieren. Fantastisch. Und ich finde auch diese lachende Hodern da auf dem Kanzlersessel einfach nur, Sie auf diesem Kanzlerbett liegen oder ich, wenn ich mir das gerade vorstelle? Also ich finde die Haltung ziemlich angemessen, muss ich sagen. Also es ist halt auch echt lustig, ne? Und auch als Frau, die Mädels hier, ne, hier als Kanzlerin inszeniert. Das war ja auch recht visionär, wenn man das 2002 so, ne, heute haben wir uns dran gewöhnt, aber das war alles nicht normal. Gerne das nächste Bild. Genau, dann war, merkte ich, das Schwarz-Rot-Gold, das ist spannend. Und dann habe ich es groß gezogen, habe ich groß, von kleinen Details auf groß. Und diese Kollektion hieß dann Mutter, Erde, Vaterland. Also ich wollte noch tiefer gehen von der Liebeserklärung an Deutschland. Einzeln, Mutter, Erde, Vaterland. Was auch provoziert und ja, ein Limit ist. Und in dem Moment ist was passiert, was eine Sternstunde ist, kann man sagen. Ich hatte hier die erste Bread and Butter in Köln. Es waren Freunde von mir, die das gegründet hatten. Ich hatte umsonst einen Messestand. Die Kollektion hing da. Die Stylistin von MTV kam zu mir und hat die komplette Kollektion zwei Wochen später zu den MTV Music Awards gegeben. Und Deutschland war damals, es war in Barcelona, aber irgendwie hatte die komplette deutsche Moderation hatte das an. Und dann habe ich mir überlegt, wenn jetzt die Zuschauer Schwarz und Gold sehen und dann erst beim MTV auf die Webseite gucken, welcher Designer das ist, habe ich verloren. Also ich muss ein Äquivalent finden, das die direkt erkennen. Und dann war der Moment, wo sie mich vorher im Gespräch vorher hatten, wo kommt mein Logo her? Und dann habe ich überlegt, was ist der Schwarz-Rot-Gold als Symbol? Und dann ist mein Logo entstanden. Ihr Logo ist aber nicht Schwarz-Rot-Gold, sondern ein Adler in Schwarz und Grau. Genau. Nein, es ist der Bundesadler. Das heißt, es ist der Kreis. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht im nächsten haben. Auf dem Ärmel da, ne? Ja, da oben links sieht man es. Also das heißt, der Kreis, der Adler und mein Name, nicht Deutschland oder Bundesrepublik. Es ist eigentlich auch der Heiermann, der Fünf-Mark-Stück so ein bisschen. Und Bonner Republik, das sind alles die Inspirationen. Und dann hat es geknallt, dann war das bei MTV raus, Markus Kafra und Co. und die ganzen Sänger, Patrice und alle hatten, plötzlich wollten alle, Xavier Naidoo, plötzlich wollten die das alle. Plötzlich war das cool. Da hake ich jetzt mal ein. 2, 4, 5. Lästige Museumsdirektoren haken da ein. Ich könnte diesen langen Vortrag halten über den Adler, den Karl der Große von den Römern und da gelangt er ins Reichswappen und dann ist es die alte Fahne und dann wird es der Deutsche Bund, Rhabarber. Das interessiert Sie hier alles nicht. Aber das hat natürlich, das interessiert vielleicht schon, eine 2000-jährige Symbolgeschichte, dieses Ding. Wenn man es mal Ding nennen darf. Es hat Kraft. Und die Kraft kommt natürlich auch, und deshalb ist das ja nicht so unwichtig, kommt natürlich aus der Geschichte. Absolut. Wie gelingt es denn aus so einem Symbol, wenn Sie sich, haben Sie einen Bundesadler vom Kopf? Wissen Sie, wie der aussieht? Schauen Sie mal auf die Münzen, so 2-Euro-Stück hinten drauf oder sowas. Und Sie sagten gerade Heiermann, das kennt hier schon keiner mehr von den Jüngeren, vermute ich mal. Wer weiß, was ein Heiermann ist? Naja, immerhin geht ja noch. Altes 5-Mark-Stück, schöne Rheinische Republik, Sie kennen das noch. Der Adler war ja so etwas angesoftet, ne?
Und das ist ja auch das, was Sie übertragen. Sie nehmen nicht eins zu eins, aber Sie lassen sich inspirieren, nicht von dem Bundesadler aus dem Bundestag. Es wurde immer gesagt, es ist ein Adler, der Eurythmie macht. Absolut. Was ist das? Der Alf der Adler sozusagen, ja. Wie kommt die Kraft? Wäre die Kraft auch gekommen, wenn Sie einen anderen Adler genommen hätten? Zum Beispiel den aus dem Aachener Stadtwappen von den Königskrönungen mit roten Krallen? Vielleicht. Also Adler an sich ist ja schon ein Symbol, was macht, was historisch macht das, was aber schon auch, lassen wir die Historie weg, allein der Adler ist schon auch etwas sehr alleine. Also das ist ganz lustig, wie ich mir jetzt nach 12 Jahren mit diesem Symbol arbeitend mir das auch immer wieder neu überdenke. Also wenn man das Deutschland weglässt, das ist auch ein mega spirituelles Symbol. Es ist noch älter, die Indianer hatten das. Also es ist, ist ein großartiges Symbol eigentlich. Aber ich frage jetzt was Sie vielleicht überraschen wird. Mhm. Bitte. Ist der Adler männlich? Total. Und was hat das mit Mann und Frau zu tun? Er ist mega männlich. Er ist total männlich. Und er ist total, meiner ist auch etwas aggressiv. Man kann auch aggressiv Eurythmie machen. dazu müssen Sie wissen, dass ich 12 Jahre Eurythmie gemacht habe. Und aber das Schöne ist wieder, also ich habe auch sehr viele männliche Elemente in mir. Ich bin zwar zart und weiblich, aber ich bin doch auch in meiner Arbeit eigentlich sehr männlich, glaube ich. Und was das Schöne finde ich aber an dem Symbol ist, dass dann mein Name da steht und auch dieses Eva, was ja so ursprünglich weiblich ist. Also diesen Kontrast finde ich sehr schön, muss ich sagen. Gab es denn Vorbehalte bei Frauen? Jetzt sind wir bei so einem Männer-Frauen-Thema, ist ein bisschen abgeschwiffen, aber ist vielleicht auch damit zusammen. Absolut. So ein Mann wie da in Mitte, hier, neue Polizistenuniform, macht ja was her, ne? Mackermäßig, Bomberjacke, schicker, Eva Gronbach-Adler. Aber die Frauen, haben die anders reagiert? Es ist so, es gibt viele Frauen, die lieben das, aber es gibt mehr Männer, die lieben dieses Symbol. Und ich habe auch daraufhin reagiert und habe eine andere Marke gegründet, wenn ich zum Beispiel Hochzeit... Eine Ente für die Frauen? Nein, es ist total schön, sie werden es so lieben. Sie wissen es noch nicht, pass es auf. Also, ich mache auch Hochzeitskleidern, so Haute-Couture-Kleider, ne? Die also gar nichts mit dem Street-Charakter, sondern wirklich Anfertigung. Und da den Adler reinzunähen, das passt nicht. Dann habe ich meinen Spitzname in Brüssel und Paris genommen, der da heißt Eva de Cologne. Ah, Eva de Cologne, das führt uns ja fast schon zum Schlussthema, wunderbar. Eigentlich stimmt, ja, total. Ja. Und das ist, wenn man das sieht, ist das Trompe-l'œil, weil es ist fast wie Eau de Cologne, E-V-A, E-A-U de Cologne. Und man ist direkt in der weiblichen Weichheit, also das sind meine Couture-Sachen. Das heißt, die Männer, dieser Adler, der ist schon mehr für eine Street, für eine harte Linie, ist... Ja, ist tatsächlich so, funktioniert. Sollen wir ganz kurz, weil wir hier politische Bildung sind, vielleicht das Bild noch vorher, eine kleine Anekdote, die so schön politisch ist. Also es war so, ich dachte, ich habe jetzt den Adler, ich habe die Fahne, welches Symbol würde ich noch gerne besetzen? Und dann habe ich würde sehr, sehr gerne immer noch den Auftrag bekommen, die neue deutsche Polizeiuniform zu machen. Nun ist sie dunkelblau, wo die Töpfe voll sind, aber die haben nie einen Designer engagiert, sondern die haben einfach praktisch... So sehen die Dinger aus. Genau, und das war jetzt ja 2004, 2005, da liefen sie alle nach grün rum und dann habe ich gedacht, wenn ihr nicht wollt, ich weiß, es ist Ländersache, dann mache ich es anders, dann nenne ich meine neue Kollektion in der Saison Herbst-Winter 4-5. Nenne ich meine neue deutsche Polizeiuniform, habe die einfach gemacht, dunkelblau, mit diesen schwarz-rot-goldenen Elementen, habe schön, das sind sämtliche Freunde von mir, die da reingesteckt. Inklusive Hund? Immer Inklusion, immer. Das ist, anders geht's nicht. Aber die eigentlich auch mehr wie Drogendealer und sonst was aussehen. Es ist sehr, sehr lustig. Wir haben mal Mediapark gemacht, dann kam noch diese deutsche Dogge zufällig vorbei. Die ist nicht von Ihnen. Nee, die kam zufällig vorbei. Das ist, also, es war auch eine Sternstunde. Aber das Tolle war, ich habe dann eine Zeitschrift gefunden, die Zeitschrift Deutsch, die hat mir einen Brief an Schily als Anzeige veröffentlicht. Also den damaligen Innenminister. Der damalige Innenminister, den ich dann einlud zu meiner Präsentation, also zur Präsentation meiner deutschen Polizeiuniform in Berlin während der Bread and Butter im Café Moskau. Plötzlich stand die komplette Stern-Redaktion da, weil die hatten nicht richtig gelesen. Die haben nur gelesen,
deutsche Polizeiuniform, aber ich habe ihr gesagt, das ist meine deutsche Polizeiuniform und sagte, wo ist Herr Schiedi, wo ist Herr Schiedi? Sagte ich, ja, der kommt gleich. Auf jeden Fall hat das in der Presse, hat es total funktioniert und das macht einfach für mich, macht das unheimliche Spaß, auch mit diesen Symbolen zu spielen, auch mit der Öffentlichkeit zu spielen und auch zu schocken oder auch nicht zu schocken und eigentlich sind es nur Kleider. Sollen wir ganz kurz gerade noch diese Geschichte mit dem Unbedingt. Reichstag. Es war nämlich in der gleichen Location. Wir haben eben ein bisschen geplaudert und hatten sehr viel Spaß. Bitte erzählen Sie das. In der gleichen Location kam dann, nachdem ich die vierte Saison Schwarz-Rot-Gold gemacht habe, meine japanischen Kunden, an die ich besonders gut verkauft habe, und sagten, hi Eva, you got a big campaign in Berlin. Und ich so, was für eine Kampagne? Ich hatte überhaupt kein Geld für eine Werbekampagne. Yeah, you got a big, big campaign. We saw it in the building. Ich so, was für ein Building? Und dann hat er mir haben wir die Stadtkarte auf, also Berliner Map aufgemacht, Stadtplan, ja. Stadtplan, danke, und dann zeigt er so auf den Reichstag, yeah, this building is everywhere, is your big campaign. Und es wehte Schwarz-Rot-Gold über dem Reichstag, die Japaner sagten, boah, die Frau Kronbach hat eine Kampagne. Und da muss ich sagen, ist sozusagen dieser geistige Hausbesetzung und dieser pure Punk-Fluss, den ich dann auch in mir habe, angekommen. Bei mir bleibt nur Neid. Ganz anderes Thema. Auf zum Proletariat. Erzählen Sie was. Ja, das ist, wie kam ich dazu? Das ist sozusagen meine 10 Jahre habe ich daran gearbeitet, inspiriert von dem Bergbau. Und zwar habe ich dann zurück in Deutschland ein paar Jahre entdeckt, wie spannend doch dieser Kulturwandel ist, der im Ruhrgebiet stattfindet. Wie genial die alten Zechen sind, was das für eine Kraft hat und für eine... Ich habe mich verliebt in Zeche Zollverein letztendlich, hat mir die Brücke gemacht und bin dann an diese alten Kleider gekommen. Und zwar haben wir in Hückelhofen eine Zeche gefunden. Hückelhofen war damals die modernste Zeche Europas, wurde geschlossen. Es gab einen Riss durch diese Zeche, deswegen durfte man die über 10 Jahre nicht betreten. Wir sind dann rein, nachdem 10 Jahre diese Zeche zu war und haben von 6.000 Mitarbeitern die Klamotten rausgeholt, die waschen lassen. Und dann fing ich an, die aufzutrennen und meine Schnitte draufzulegen und das eigentlich wie Leder zu verarbeiten. Und nenne das German Jeans, das heißt dieser Recycle-Aspekt. Ich nehme Müll, transportiere den, transformiere den und bringe den in eine Kulturebene oder eine modische Kulturebene, habe ich sensationell gut verkauft, für viel Geld. Glück auf drauf gedruckt, alles Handarbeit, alles in Deutschland produziert und finde ich nach wie vor ein total traumhaftes Produkt. Und ich sage, wenn wir schon die Nähte aufgemacht haben, waren wir glücklich und wir haben immer gesagt, was ist dieses... Was hat dieses Ruhrgebiet und diese Bergarbeiterkultur, was hat die für eine Substanz, also dass die einen so glücklich macht? Völlig absurd. Im Material. Im Material. Was steckt da drin? Viel, viel Gutes. Echt, also es ist ganz eigenartig. Jetzt wirft mir Herr Hamann so ein bisschen einen skeptischen Blick zu. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Tempo zulegen, weil wir müssen ja noch auf das Thema Colonize Yourself kommen. Genau, das sind jetzt einfach die verschiedenen, das ist Zeche Zollverein, Bochum, Bergbaumuseum. Das war ganz kurz, nur weil es sehr politisch ist, das war inspiriert von Guantanamo, hieß The Sacrosanct, also das Hochheilige, das Unantastbare sind die Menschenrechte und da bin ich sozusagen in diese ganze Sacrosanct, in diese Guantanamo-Geschichte rein, es war eine orangene Kollektion und die Menschenrechte, die Artikel sind auf den Teilen drauf. Und die Zürichbank hat mit der Menschenrechtsgeschichte an sich nichts zu tun. Wie bitte? Die Zürichbank hat nichts politisch. Nein, das ist der Kölner Hauptbahnhof. Man weiß ja nie. Oh, gut. Das war Karl Valentin gewidmet. Da haben wir nochmal German Jeans mit Glück auf dem Popo. So haben wir das uns immer unter Tage vorgestellt. Ist doch cool, oder? Absolut. Und da, das war auch ein politisches Ding, da hat mich die Landesregierung NRW eingeladen. Das war Ruhr 2010 und es war Istanbul auch noch Kulturhauptstädte. Und die haben mich eingeladen zur Fashion Week nach Istanbul als sozusagen als Symbol für deutsche NRW
Kultur. Das war auch spannend, das dann an diesen jungen Istanbuler zu sehen. Also das war auch eine wirkliche Brücke, dass Mode eine Brücke sein kann. Ne? Das ist German Jeans. Sollen wir dazu was sagen? Gerne. Müssen wir dazu was sagen? Also das ist das offizielle Fanshirt für Deutschland. Den Auftrag habe ich erhalten für 2006, als die WM in Deutschland war. Und das Spannende ist, nachdem ich diese Deutschwelle hatte, MTV und Schwarz-Rot-Gold, war dann der Bundesregierung klar, ich bin mir sicher, über mich gibt es eine Akte, die Frau ist korrekt, die ist nicht rechts, die ist nicht links, die ist demokratisch. Und dann habe ich halt diesen Auftrag gekriegt. Und dann habe ich dieses, ich bin ein Fan von dir entwickelt, ich wollte Schwarz-Rot-Gold, aber ich wollte einen Flirtfaktor. Ich wollte... Mit Klaus Wowereit. Unbedingt. Nein, also dieses, wenn man das anhat, ist es lustig, weil man direkt, ich auch von dir, also ich bin Fan von dir. Also dieses Schwarz-Rot-Gold rückt in den Hintergrund, aber dennoch ist es sozusagen ein Statement, eine Identifizierung. Ha. Ja, colonize yourself. Soll ich loslegen oder bitte. Wollen Sie? Sie. Ich habe das heute zum ersten Mal gesehen. Und ich habe mich nun wirklich mit dem Dom lange beschäftigt und auch mit Ansichten des Doms, was der Dom bedeutet, etc. pp. Was ich zunächst mal daran sehr spannend finde, ist, dass sie den Dom von hinten zeigen. Jeder von uns, Sie kennen das alle, Sie stehen vom Dom und diese hilflosen Japaner versuchen, die Türme drauf zu kriegen von vorne. Wir kennen das alle. Jeder versucht es von vorne. Jetzt muss ich über Preußen und Domvollendung und so weiter reden. Hat ja bestimmte historische Implikationen, aber die Frau... nimmt den Po vom Dom. Warum? Ja, also der Dom ist ein sehr schwieriges Etwas. Ich weiß. Und energetisch zieht er aggressiv nach oben. Also aggressiv würde ich es nicht sagen, aber oben ziehen ist in Ordnung. Es geht spitz nach oben, er ist nicht rund, er ist spitz, ist erstmal schon... Und das wollte ich sozusagen, ich wollte dieses nach oben gehen versuchen zu verhindern und bin sozusagen... nach hinten gegangen und habe, eigentlich ist es auch ein Bild von der Philharmonie, also es ist vorne ist die Philharmonie, die sozusagen ja in die Tiefe geht, ne? Also es ist dieser Heinrich-Böll-Platz, vor dem ich stehe noch auf der Treppe und es hat für mich den genialsten, ist der genialste Platz in Köln, Philharmonie zu Füßen in der Erde, links Museum Ludwig, große Kunst, rechts der Hauptbahnhof, den ich absolut liebe, hinter einem der Rhein, ohne Worte und vor allem der Dom und ich finde, es ist fast eine liebliche Darstellung. Also der Dom wird ganz weich und freundlich und in der Nachtstimmung, weil ich gerade dieses, ich finde Köln nachts toll, wenn man streunen kann. Also es ist dann mit Wolken, also es ist auch diese ganzen Grauthemen, dann finde ich, haben wir es halt direkt am Kölner Dom fotografiert. Also diese Wand dahinter ist der Kölner Dom. Und ich muss sagen, ich finde das Foto von ihm echt gelungen mit den Tätowierungen. Und er hat an den Armen die ganzen Weltkulturerbe. Nein. Doch. Nur den Dom hat er nicht drauf. Aber er hat da sämtliche Weltkulturerbe jetzt drauf. Jetzt hat er den Dom auch irgendwo? Müssen wir fragen. Und ja, auf der anderen Seite ein Kompass auf der Hand. Also es passte wirklich... Und es ist eben nicht nur der Dom, sondern es ist diese Vielfalt und dann auch noch Heinrich Böll, also Heinrich Böll. Ne? Es ist nicht nur der Heinrich-Böll-Platz, sondern Heinrich Böll spielt da auch. Der Heinrich Böll, der ja gesagt hat, lass mal doch zusammen diese Türme abtragen. Wir bauen ein Baugerüst, jeder Kölner darf drauf, nimmt sich einen Stein mit, das erfinde ich jetzt nicht. Das steht bei Heinrich Böll, lesen Sie es nach. Und dann hat jeder ein Stück Dom zu Hause und wir haben das am Dom endlich weg, was mich, Herr Böll, immer am Dom gestört hat, nämlich diese preußischen Spitzen, die aggressiv nach oben ziehen, hat er nicht gesagt. Aber so ähnlich hat er das gemeint. Jetzt ist er interessant für einen Historiker. Seit wann gibt es dieses Symbol? Was hat das? Das ist doch so einfach. Ne? Oh, ja, langsam. Ne? Aber das ist ja etwas Neues. Wenn ich mir die Ansichten aus dem Dom anschaue, die wir in den Museen haben, im Wallraf, im Stadtmuseum, wo auch immer, dann haben wir zuerst eine Perspektive, die schönste ist und die immer wieder vorkommt, das ist exakt die Sie hier gewählt haben, nämlich in der Zeit, als die Türme noch nicht da sind. Noch was vielleicht als Information, was vielleicht für Sie interessant ist und passt sehr gut zu dem, wie Sie denken. Kennen Sie das internationale Gebärdensprachenzeichen für Deutsch?
Köln. Wissen Sie, was Deutsch ist? Pickelhaube. Und darüber kann man lange nachdenken. Also die Pickelhaube und der Kölner Dom für Köln. Nur ab wann funktioniert das? Funktioniert immer, immer. Also die Symbolik ist, funktioniert immer. Aber es war ja nicht immer so. Es gibt ja auch in Köln ohne Domspitzen. Ne? Man kann es kaum glauben, aber es ist so. Ich habe vor ein paar Tagen bei mir am Schreibtisch gesessen, ich gucke auf den Dom, ich habe so einen wunderbaren Schreibtisch, ne? Ich gucke den direkt an und es war so neblig, irgendwie vorgestern, ich glaube, Sie erinnern sich, da hat man den Dom überhaupt nicht gesehen. Also der verschwand hinter einer Nebelwand und ich habe nur gedacht, wenn der jetzt weg wäre, ja, für einen Augenblick, nur mal die Fantasie, der wäre jetzt weg. Ich meine das gar nicht kabarettistisch, das ist todernst, liebe Kölnerinnen und Kölner. Wären wir dann nur noch ein Agglomerat von beliebigen Wohnbauten, ähnlich wie Wuppertal, Düsseldorf oder sonst was? Was bedeutet das? Was ja erst seit 1880, 90 in die Hirne reinkam. Mhm. Und dass Sie das jetzt umdrehen, das finde ich wirklich ausgesprochen pfiffig. Kann es sein, dass Sie eine innere Stimme haben, die Ihnen sagt, ich weiß das zwar nicht so genau, aber ich erfühle das? Nee. Also ich habe ihn ja nicht umgedreht, er ist ja immer noch da. Ich habe ja nur das genommen, was da ist. Aber Sie haben genau die andere Seite genommen, die sonst niemand nimmt. Ich weiß nicht, mir ist gerade nur noch eingefallen, dass es ja da ist, sind ja auch eigentlich, ist das der Mittelpunkt des Bildes, wären auch die Heiligen Drei Könige. Jo, jetzt wird es aber ganz gelehrt. Ja, aber echt, wenn man mal messen würde, wo ich stehe, wo das Bild aufhört. Na klar, der Dom ist ja nichts mehr als ein Riesenschrein für die Heiligen Drei Könige, klar. Eigentlich. Deshalb ist der Po des Doms auch wichtiger als die Türme. Ich kann Ihnen da jetzt keine Antwort drauf geben, aber wie ich vorher bei unserem Kennenlernen festgestellt habe, viele Dinge, die ich weiß, die ich mache, weiß ich erst 5, 6 Jahre später. So wie beim Dom, so wie bei Eugène also Delacroix. Ja, genau. Also, oder auch mit Schwarz und Gold, das habe ich aus dem Impuls rausgemacht, aber nicht über einen intellektuellen es Erkennen. Das kommt tatsächlich später. Das heißt, es ist interessant. Ich werde das beobachten. Und Sie auch, bitte. Ich werde Sie weiterhin beobachten, Frau Grohnbach.